Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier wieder auf dem roten Sofa des Familienforums in Münster. Ich darf auch willkommen heißen, insbesondere Herrn Stebel von den Linken. Auch Herr Stebel ist Bundestagskandidat für die nächste Periode und er ist seit 2013, ist er schon Mitglied des Bundestages mit den Schwerpunkten im Umweltbereich und Atommüllbereich, muss ich jetzt sagen. Ja. Wir sitzen heute hier und sprechen als Familienforum natürlich über unsere Schwerpunktthemen. Das sind die Themen rund um Familie und Bildung. Herr Stebel, unser erstes Thema ist die Armut bei Kindern und Familien. Wir haben ungefähr 20% der Kinder, von denen ja, festgestellt ist durch verschiedene Institute, aber auch durch den Bund, dass sie in Armut leben. Was kann Ihre Partei, was können Sie als Bundestagsabgeordneter dagegen tun, dass diese Zahl so wie in den letzten Jahren weiter wächst? Das ist in der Tat richtig. Das ist ein Riesenskandal, dass in einer so reichen Gesellschaft, wie die Bundesrepublik Deutschland eine ist, es so eine hohe Zahl von Kindern gibt, die in Armut leben. Meines Erachtens hängt das sehr stark zusammen, Kinderarmut mit Elternarmut. Ich denke, darüber muss man dann auch nachdenken, dass es sehr viele Eltern gibt, die in Hartz IV sind. Ich sage immer, Hartz IV ist Armut per Gesetz. Da muss deutlich was aufgestockt werden. Und es geht natürlich auch um die Löhne und Gehälter, die teilweise gezahlt werden. Und es gibt natürlich sehr viele Menschen, Eltern, die in prekären Jobs beschäftigt sind, die schlechte Stundenlöhne haben, schlechte Gehälter haben. Und diese Zusammenhänge mit der Kinderarmut muss man meines Erachtens angehen. Da haben wir auch entsprechende Konzepte für, sowohl was die Lohnentwicklung angeht, Frage des Mindestlohns zum Beispiel, aber auch Fragen der Steuergerechtigkeit, also dass eben auch Menschen mit weniger Einkommen auch entsprechend steuerlich besser gestellt werden muss. Wir erleben ja im Moment eher das Gegenteil, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Wir sagen, diese Entwicklung muss gestoppt werden und die muss in eine andere Richtung weiterentwickelt werden, dass die Armen tatsächlich besser leben können. Noch dazu, wie ich gerade schon sagte, in dieser reichen Gesellschaft. Und es gibt natürlich dann eine entsprechende Betroffenheit von Kindern. Sie haben ja gerade die Zahlen schon genannt. Und da sagen wir als ersten Schritt, das Kindergeld muss deutlich angehoben werden. Dabei kann es aber nicht bleiben. Wir fordern eine eigenständige Kindergrundsicherung, wenn Kinder in Armut sind, in Höhe von etwa 570 Euro. Genau sind es 573 Euro. Die natürlich auch entsprechend versteuert werden muss, dieses Geld, und auch entsprechend angepasst werden muss, was reale Entwicklungen in der Gesellschaft angeht, die üblichen Teuerungsraten und Ähnliches. Und ich denke, das sind die ersten Schritte, die in dieser Form angegangen werden müssen. Das heißt, wir brauchen eigentlich Reichtum für alle. Die 573 Euro, die Sie nannten, gibt es da eine Zeitspanne für Kinder, in welchem Alter die gegeben werden? Ich denke daran, dass ja Kinder im fortschreitenden Alter, das heißt Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren, da haben wir sogar Armutsraten von 30%, also steigt die Armut mit dem Kindesalter. Gibt es da ein entsprechendes Gegensteuern oder ist das berücksichtigt? Das ist berücksichtigt, dass wir halt in Skalen da denken und dann natürlich auch zum Beispiel soziokulturelle Sachen zum Beispiel mitdenken. Das ist ja nicht damit getan, dann einfach nur eine Kindergrundsicherung so als Basisbetrag festzuhalten, sondern das kostet ja auch Geld, wenn Kinder zum Beispiel, sagen wir mal, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen oder Jugendliche teilnehmen wollen, die dann rausgehen wollen, wie ihre anderen Altersgenossen auch, wie die das dann teilweise eher nicht ein Problem vielleicht darstellt, ganz unterschiedlich, und das muss natürlich auch entsprechend mit berücksichtigt werden, was diese Kindergrundsicherung angeht. Da sind ja in der letzten Legislaturperiode schon einige Ideen angestoßen worden, so muss man sagen. Was lässt sich davon umsetzen oder was sind das für Maßnahmen konkret oder beschränkt sich das auf diese Grundsicherung? Gibt es da einen entsprechenden Konsens innerhalb der Parteien oder auch unter den Parteien? Nein, den gibt es garantiert nicht. Also ich denke halt nach wie vor, dass die Große Koalition, sagen wir mal, sehr, sehr viel Maßnahmen nicht konsequent durchsetzen wollte. Es hat ja de facto zwar einige, wie ich das nenne, kosmetische Änderungen gegeben, aber de facto ist unter dem Strich tatsächlich nach wie vor festzuhalten, die Kinderarmut nimmt zu. Es ist ja nicht so, dass wir da
sinkende Zahlen haben, sondern wenn ich das richtig sehe, ist es auch in Münster so, dass im Vergleich zu 2011, im Zeitraum bis 2016, die Kinderarmut noch mal um 1% zugenommen hat. Und das in so einer reichen Stadt wie Münster, sage ich jetzt mal. Und das heißt, die Maßnahmen, die bisher ergriffen worden sind, wirken nicht, sondern wir müssen grundsätzlich an dieses System ran. Und ich habe es ja gerade schon benannt, das fängt bei Elternarmut an. Das heißt, Hartz IV muss weg nach meiner Einschätzung. Wir brauchen da halt eine entsprechende soziale und solidarische Grundsicherung im Ergebnis. Und wir brauchen tatsächlich eben auch, wie ich es gerade gesagt habe, auch spezielle Maßnahmen, was Kinderarmut angeht. Gibt es da schon Ideen für die Finanzierung? Das ist ja kein kleines Paket. Also ich weiß, es sind ja schon einige Milliarden auf den Weg gebracht worden, um hier zu löschen. Da muss noch mehr her, denn trotz dieser Maßnahmen, Sie haben es erwähnt, ist trotzdem die Kinderarmut gestiegen insgesamt. Das heißt, man muss natürlich einerseits auch gegen den Trend arbeiten, um überhaupt erstmal den Trend zu stoppen. Und dann muss man ja auch irgendwie wieder von diesen 20% runter. Das heißt, da muss ja dann noch eine Schippe draufgesetzt werden. Ja, genau. Also ich glaube halt, dass wir tatsächlich ein Problem haben mit der Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Der Reichtum nimmt weiter zu, auch sehr stark konzentriert in den Händen weniger, und gleichzeitig nimmt die Armut zu. Und wir müssen, meines Erachtens muss das tatsächlich umgedreht werden, und das geht meines Erachtens nur durch Umverteilung. Und deswegen sagen wir zum Beispiel auch, dass es dringend erforderlich ist, dass unter anderem die Vermögensteuer wieder tatsächlich erhoben wird. Sie ist ja nie wirklich abgeschafft worden, sie wurde ja nur nicht erhoben, wegen bestimmter Mängel in der Konstruktion. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, und wir brauchen auch eine stärkere Reichenbesteuerung. Es ist ja so, dass die Steuersätze gerade für die Wohlhabenderen eher in den Lauf der letzten 20 Jahre, das ist ja ein kontinuierlicher Prozess, ich nenne das immer einer neoliberalen gesellschaftlichen Entwicklung, die wir in der Bundesrepublik haben, die sehr, sehr stark eben auch darauf gesetzt hat, um die Reichen steuerlich und nicht nur steuerlich, sondern auch sozialversicherungspflichtig zu schonen. Und wir brauchen da halt eine stärkere Besteuerung und auch andere Maßnahmen wie Bürgerversicherung, wenn man jetzt über Rentensysteme oder Gesundheitssysteme nachdenkt, anstatt die Zweiklassenmedizin, und dass die stärker zur Kasse gebeten werden und dass dann über eine Umverteilung mehr Geld bei den unterprivilegierten Gruppen unserer Gesellschaft ankommt. Sie haben angesprochen, dass die Eltern von Kindern, die in Armut leben, selbst schon in Armut natürlich leben, oftmals die Generation davor auch schon in ärmlicheren Verhältnissen gelebt hat. Das heißt, es wird ja im Prinzip weitergegeben von Generation zu Generation. Um da rauszukommen, bedarf es natürlich entsprechender Bildung auch. Wir sind da im Bereich der frühkindlichen Bildung. Das heißt, eigentlich haben ja alle Kinder, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, die Möglichkeit, an diesem Bildungssystem teilzuhaben. Jetzt hapert es natürlich auch an allen Ecken und Enden an der Qualität. Was sind da die Ideen, Ihre Ideen oder die Ihrer Partei, dass man an diese frühkindliche Bildung reingeht, Bildung wirklich möglich macht und auch die Qualität der Bildung verbessert? Ja, also da kann ich auch eine Menge zu sagen. Ich glaube halt tatsächlich, dass auch das Bildungssystem ungerecht ist. Also dass die Bildungschancen für diejenigen, die aus, sagen wir mal, reicheren oder wohlhabenderen Familien stammen, viel größer sind als die Bildungschancen für derjenigen, die aus, sagen wir mal, tatsächlich armen Familien oder teilweise unterprivilegierten Familien stammen. Und das muss sich ändern grundsätzlich. Das heißt, sehr viel, was Chancengerechtigkeit angeht, hat auch was mit Bildungschancen zu tun, vor allen Dingen. Und das fängt in der frühesten Kindheit an. Ich glaube halt, dass wir tatsächlich, was das Schulsystem angeht, eine Schule für alle brauchen, dass wir stärker Schritte gehen müssen in Richtung gemeinsamen Lernen, längeren gemeinsamen Lernen. Es fängt aber noch früher an im Kinderalter. Ich rede dann über U3, also die unter Dreijährigen, aber auch die über Dreijährigen. Und da setzen wir stark auf die Modelle öffentlicher, tatsächlich ganztags geöffneter Kindertagesstätten, der sogenannten Kitas. Und da sehen wir noch meines Erachtens erhebliche Defizite und verschiedenster Art. Das fängt an dabei, da reden wir jetzt gerade mal wieder konkret über unsere Stadt Münster, dass auch nach wie vor, trotz all der ganzen Jahre, dass jetzt Kita-Förderung erfolgt, wir nach wie vor eine Situation haben, dass es gerade jetzt ab 1. August 840 Plätze im U3-Bereich zu wenig gibt. Das ist
für mich auch so von Bedeutung, weil 2013 hatten wir, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da war ich noch nicht im Bundestag, da hatten wir eine große Sitzung im Rat der Stadt Münster, wo dann die ersten Maßnahmen im Kita-Bereich komplett abgefeiert wurden von der Stadtverwaltung hier und wo ich dann irgendwann mich gemeldet habe in der Diskussion, damals noch als Bezirksvertreter aus Hiltrup, halt stopp mal, liebe Leute, wir schaffen doch hier gar nicht Kita-Plätze für alle. Die Kindertagespflege ist meines Erachtens nicht in der Lage, um eine tatsächlich öffentliche Kita zu ersetzen. Das ist mehr ein Notnagel, weil einerseits fehlt häufig den Tagesmüttern auch die entsprechende pädagogische Ausbildung. Kinder werden teilweise eben in Kleingruppen bzw. sogar möglicherweise alleine dann quasi betreut. Und meines Erachtens kann das eigentlich auf Dauer nicht die Lösung sein. Ich glaube halt, dass wir tatsächlich in der Konsequenz eben auch wirklich auch den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher stärker aufwerten müssen. Wenn es tatsächlich richtig ist pädagogisch, dass die frühkindliche Bildung und Erziehung immer wichtiger wird, dann bedarf es natürlich auch einer entsprechenden Aufwertung. Und die entsprechende Aufwertung hat natürlich auch mit der entsprechenden Gehaltierung der Erzieherinnen und Erzieher zu tun und auch der Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen und Erzieher. Ich weiß ja, dass es teilweise eben auch dann der Bestreuungsschlüssel überschritten wird in einigen Einrichtungen aus lauter Not, weil ansonsten zu wenig Kita-Plätze nach wie vor vorhanden sind. Das ist natürlich No-Go. Ich weiß auch aus der Vergangenheit, dass teilweise entsprechende Menschen, die dort gearbeitet haben, dann in den Schulferien entlassen worden sind und nicht weiter bezahlt worden sind und. Da hat es ja auch entsprechende, entsprechende Gegenwehr, Demonstrationen, Streiks und Ähnliches auch gegeben. Völlig zu Recht im Übrigen, das haben wir auch immer als Linke voll unterstützt, hat ja bis zu einem bestimmten Grad auch was bewirkt, aber trotzdem glaube ich halt, dass nach wie vor der Beruf der Erzieherinnen und Erzieher völlig unterbewertet wird im Vergleich zur Bedeutung. Im Ergebnis hieße das, die Tagespflege bei Tagesmüttern zurückfahren. Genau. Die Menschen, Bildung aber, eigentlich, also nicht mehr von dieser Betreuung weg, sondern wirklich in Richtung Bildung und Bildung als Staatsauftrag, wie auch immer, in städtischen Kitas, um dann darauf aufbauend dann später, so sind wir dann beim Thema UGS, offener Ganztag, da geht das Ganze ja im Prinzip weiter, ist ja ebenfalls eine Form der Betreuung, die neben der eigentlichen Schule stattfindet, da gibt es ähnliche Probleme, insbesondere Flexibilität, das heißt, die Eltern verlangen nach flexibleren Möglichkeiten und nach flexibleren Angeboten, ähnlich wie eben in der Kita, die ja auch früher geöffnet, später geschlossen und eben mit Zwischenelementen, nicht so, wie wir es im Moment haben. Gibt es da konkrete Ideen Ihrer Partei oder von Ihnen? Doch, durchaus. Also ich glaube schon, dass die Forderungen auch berechtigt sind und auch nachvollziehbar der Eltern. Es fängt aber teilweise natürlich auch bei der Situation der Eltern schon an. Also ich bin der Meinung, dass die Eltern auch mehr Zeitsouveränität brauchen, dass wir da auch andere, sagen wir mal, Arbeitsmodelle brauchen, dass Eltern tatsächlich eben, sagen wir mal, auch Beruf und Familie stärker, besser miteinander verknüpfen können. Den gesellschaftlichen Wunsch gibt es ja im Prinzip. Immer mehr Frauen, die tatsächlich mehr arbeiten wollen, also weg von dem klassischen Familienmodell. Die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht dann irgendwie arbeiten. Ich glaube, das ist vollkommen überholt, dieses Modell, sondern ich sehe ja selber auch, dass viele Männer zunehmend auch sagen, ich will mich auch um das Kind kümmern, aber das fehlt dann teilweise eben einerseits an der Frage der Entlohnung. Frauen werden ja nach wie vor tatsächlich in den meisten Fällen weiterhin schlechter bezahlt als die Männer. Das muss sich grundsätzlich ändern. Wir brauchen aber auch mehr Zeitsouveränität bei der Arbeitsplatz, bei der Arbeit, dass eben auch tatsächlich Eltern sich dann auch um die Kinder selber mit kümmern können. Und wir brauchen meines Erachtens auch einen besonderen Kündigungsschutz für Eltern, die zum Beispiel Kinder bis zu Beispiel 6 Jahren oder so dann zu Hause haben oder in der Betreuung haben, sodass sie nicht dauernd Angst davor haben müssen, ihnen entstehen berufliche Nachteile oder sie werden möglicherweise sogar entlassen, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern. Das darf es nicht geben. Und wenn das, sagen wir mal, so über den Markt nicht zu regeln ist, dann brauchen wir da tatsächlich gesetzliche Regelungen, also auch Stichwort Kündigungsschutz dann im Endeffekt, was das Ganze angeht. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, dass Kitas auch nicht nur Verwahranstalten sein dürfen. Das heißt, wir brauchen entsprechende, sagen wir mal, Modelle, eben auch
um tatsächlich auch ein Ganztagsprogramm dann eben entsprechend gestalten zu können. Und da, glaube ich, kommen wir dann auch zum anderen Stichwort, das kostet natürlich auch einiges. Das würde dann bedeuten, die Qualität der Kitas oder anderer Einrichtungen, der Schulen und auch durchaus anderer Bildungseinrichtungen tatsächlich zu verbessern. Und da geht es dann halt gerade im Kita-Bereich natürlich auch darum, jetzt nicht nur Masse zu schaffen an Kita-Plätzen, sondern eben auch Klasse, gute Kitas zu schaffen, gute Kita-Plätze anzubieten. Jetzt sind das Bereiche, die in die Länderkompetenz fallen, ne, die Betreuung und so weiter. Ja, auch in die Bundeskompetenz. Also ich glaube, das wäre meine Frage. Also was muss da auf Bundesebene passieren, damit die Länder umsetzen, was die Eltern in der Kommune möchten? Ja, ich meine, es ist ja im Prinzip so, dass es im Wesentlichen im Moment von den Ländern und den Kommunen getragen wird und finanziert wird und der Bund sich da in den vergangenen Jahren immer relativ einen schlanken Fuß gemacht hat. Ich erkenne an, dass nach Jahren endlich das Thema, sagen wir mal, Kita-Qualität auch in der Bundesregierung angekommen war. Anfang dieses Jahres, etwa vor einigen Monaten. Das muss man anerkennen, aber trotzdem hält sich der Bund nach wie vor sehr, sehr stark zurück. Es gab eine Anfrage unserer Fraktion, meines Fraktionskollegen Norbert Müller, der für das Thema auch bei uns in der Fraktion zuständig ist, der hat die Bundesregierung gefragt, wie teuer wird das denn im Endeffekt, wenn man tatsächlich wirklich qualitativ hochwertige Kitas schaffen will. Die Antwort war 10 Milliarden Euro pro Jahr. Der Bund zahlt jetzt aber nur eine oder ist nur bereit, 1 Milliarde Euro zu zahlen. Das ist meines Erachtens viel zu wenig, weil dann bleibt das Geld letztlich wieder bei den eklammen Ländern teilweise. Ist auch eine Frage natürlich der Bund-Länder-Finanzen, wo sich dringend was ändern muss zugunsten der Länder, aber natürlich auch zulasten der Kommunen, die dann auf den Kosten letztlich sitzen bleiben müssen und teilweise damit überfordert sind. Man, jetzt mag das in Münster vielleicht noch so gerade gehen, wo wir da auch immer am Rande der Haushaltssicherung stehen, aber wenn ich an andere Städte denken, die hoch verschuldet sind, wie sollen die das denn dann stemmen, eine entsprechende vernünftige Kita-Qualität? Das heißt, der Bund muss da mehr in die finanzielle Verantwortung rein. Ich sage jetzt mal grob eine Summe, etwa die Hälfte fände ich angemessen. Und wenn es bei 1 Milliarde Euro bleibt, da sagen wir, das muss deutlich angehoben werden, was den Bundesanteil angeht an der, sagen wir, an der Qualitätsoffensive, die jetzt gestartet werden soll. Ist das denn eine realistische Forderung, dass man sagen kann, okay, der Bund kann und muss diese 5 Milliarden, wären es ja denn, wenn die Kosten tatsächlich bei 10 Milliarden liegen würden. Wir haben seit Jahren eine super, sagen wir mal, steuerliche Entwicklung, komplett gegen den Trend. Ob die sich noch so halten wird auf Dauer, das muss man natürlich abwarten. Aber Fakt ist, ich glaube halt, dass das letztlich eben auch eine Frage der Umverteilung dann von Steuermitteln wäre. Weg von bestimmten Maßnahmen, wie zum Beispiel Ausgaben in der Rüstung, um es mal so sehr platt zu sagen. Ich weiß, dass das ein bisschen platt vielleicht dann überkommt, aber es gibt halt sinnlose Ausgaben, es gibt auch sinnlose Subventionen in bestimmten Bereichen. Wenn einem wirklich die Förderung von Kindern in vernünftigen, guten Kitas wirklich was wert ist, dann muss man dann Geld entsprechend in die Hand nehmen und auch umverteilen im Zweifelsfall. Weil es kann nicht gehen, dass in so einem reichen Land, wie die Bundesrepublik Deutschland es de facto ist, dann tatsächlich nach wie vor Kinder so schlecht quasi betreut werden und teilweise nur in Verwahranstalten, teilweise eben auch bei Tagesmüttern dann betreut werden müssen, wobei ich nichts gegen Tagesmütter sagen will. Es käme darauf an, dann tatsächlich auch sie entsprechend pädagogisch vielleicht weiterzubilden und ihnen dann auch entsprechende Arbeitsplätze dann in Kitas anbieten zu können. Aber wie gesagt, ich glaube halt, dass da mehr machbar ist in Deutschland und dass wir alle gefordert sind, um das entsprechend umzusetzen. Wir Linken sind auf jeden Fall dazu bereit. Wir wollen da mehr Mittel des Bundes in die Hand nehmen, damit wir hier auch in Münster dann tatsächlich nicht nur mehr Kitas bekommen, sondern eben auch qualitativ gute Kitas bekommen. Das war eine wunderbare Zusammenfassung dessen, was wir jetzt die letzten Minuten besprochen haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke für den Besuch hier auf unserem roten Sofa. Ich würde mich freuen, wenn Sie Zuschauer uns auch bei den anderen Kandidaten besuchen werden und zuschauen werden. Ihnen nochmal unseren Dank im Namen des Familienforums und viel Glück und Erfolg bei der Kandidatur. Vielen Dank. Herzlichen Dank und auch herzlichen Dank nochmal an Sie. Sie waren ein netter Gesprächspartner. Dankeschön. Danke sehr. Tschüss.